Trainerinnen und Trainer kennen diese Situation. Sie stehen im Seminar, halten ein wirklich spannendes Referat und wünschen sich nach geraumer Zeit nichts sehnlicher, als dass die Teilnehmerinnen, ihre Zuhörerinnen und Zuhörer aktiv werden, dass sie ihnen Fragen stellen, dass sie miteinander ins Gespräch kommen. Doch was passiert? Großes Schweigen. In so einer Situation kann es helfen, ein spielerisches Element hinzuzubringen und die Interaktion ganz bewusst zu steuern, zum Beispiel indem sie Fragen stellen, indem sie Einschätzungen herausfordern, indem sie Ideen sammeln oder ein Quiz durchführen. Das digitale Tool, das ich Ihnen gleich vorstelle, ist dafür wie geschaffen. Es nennt sich Poll Everywhere. Poll Everywhere ist also ein Umfragetool, mit dem Sie Online-Umfragen erstellen können, die für alle vorhin genannten Einsatzzwecke geeignet sind, um diese auch durchzuführen. Ihre Teilnehmenden können dann anhand ihres Mobilgeräts, eines Tablets, eines Smartphones, eines ganz normalen Handys, eines Notebook oder PC an dieser Umfrage teilnehmen, indem sie auf vorgegebene Antwortoptionen klicken oder auch freien Text eingeben. So kann ich Poll Everywhere einsetzen, um Meinungen und Feedback einzuholen, um eine Diskussion mit Frageimpulsen anzustoßen oder auch einfach ein Brainstorming durchzuführen und Ideen zu sammeln. Das System ist so einfach, dass ich auch durchaus im Verlauf eines Seminars noch spontan auf die Idee komme, eine Umfrage in Poll Everywhere anzulegen, unmittelbar zur Teilnahme freizuschalten und so die Teilnehmenden einfach zur Mitwirkung auch anzuregen. Das geht, weil das System sehr einfach ist und weil viele oder eigentlich praktisch heutzutage alle Teilnehmenden ein Mobilgerät dabei haben. Denn der große Vorteil von Poll Everywhere ist, dass ich nicht nur über den Browser oder über eine App teilnehmen kann, sondern dass ich mit SMS auch mit abstimmen kann. So habe ich auch eine Chance teilzunehmen, wenn mein Mobilgerät schon einige Jahre im Buckel hat. Wenn Sie also bisher auf Moderationstechnik mit Klebepunkten oder auch teure TED-Systeme mit eigenen Sender- und Empfängerteilen gesetzt haben, dann ist Poll Everywhere eine moderne digitale Alternative, mit der Sie bei bis zu 25 Antworten auch kostenlos arbeiten können. Und das ist eine Antwortzahl, mit der wir in vielen Seminaren auch völlig das Auslangen finden. Jetzt schauen wir uns aber Poll Everywhere im Einsatz an. Um eine Umfrage mit Poll Everywhere zu erstellen, gebe ich einmal die Adresse polleverywhere.com ein. Das habe ich ja schon erledigt. Wenn Sie mal das System nur testen möchten, dann müssen Sie sich hier noch nicht registrieren. Es genügt einfach hier auf Create Your First Poll zu klicken. Das tue ich jetzt ganz einfach und bekomme hier gleich ein Dialogfenster angezeigt, in dem ich meine Frage eingeben kann. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, ich möchte hier die Prioritäten meiner Teilnehmerinnen in Bezug auf unsere Seminarthemensetzung einfach überprüfen und frage mal, wie wichtig ist das Thema X für den heutigen Seminartag? Nehmen wir mal an, das stelle ich morgens um 9 so in den Raum. Jetzt kann ich 4 Antwortmöglichkeiten eingeben, hier bei der Funktion der Multiple-Choice-Antwort. Zum Beispiel kann ich fragen, ja, oder kann ich hier antworten, dringend und daher wichtig ist dieses Thema, das wir heute hier sozusagen auf der Agenda haben, oder es ist wichtig, aber auch nicht notwendig, könnte jemand antworten. Mit Add an Answer gebe ich weitere Optionen hierzu, zum Beispiel, für mich ist ein anderes Thema auch okay, oder noch eine weitere Antwort hinzu, die könnte lauten, mir kommt ein anderes Thema wichtiger vor. Ich kürze das noch etwas. So, jetzt habe ich also hier die Fragestellung und die Multiple-Choice-Antworten vergeben. Ich zeige Ihnen hier noch die Alternativen. Sie können hier auch offene Antworten stellen, bestimmte Frage-Antwort-Muster. Sie können auch eine Reihe, ein Ranking erstellen lassen, wo also Prioritäten vergeben werden. Sie können auch Bilder anklicken lassen. Da gibt es also eine Reihe von Möglichkeiten. Und Sie können auch gleich noch eine weitere Frage hinzustellen. Ich bleibe hier mal bei diesem einfachen Frageformat, Frage-Antwort-Format und klicke hier rechts unten auf Create. Und Poll Everywhere erstellt meine Umfrage, die ich dann auch gleich sehen kann. Sie sehen hier also die Fragestellung, wie wichtig ist das Thema. Und die Antwortoptionen, hier wird gleich rechts eingeblendet ein kleiner Dialog, der mich darauf hinweist, dass dieser Button hier, Activating, aktivieren, den Poll, also die Umfrage, veröffentlicht, das heißt dann auch zugänglich macht für meine Teilnehmerinnen
zum Mitmachen. Aber dazu kommen wir gleich noch näher. Kaum zu glauben, aber das Wichtigste für so einen Poll haben Sie jetzt schon geschafft. Sie haben die Frage eingegeben und die Antwortoptionen. Jetzt müssen Sie nur noch den Link zur Umfrage oder die Antwortmöglichkeiten mit Ihren Teilnehmerinnen teilen und schon kann es losgehen. Zu diesem Zweck präsentiere ich die Seite, wie sie hier jetzt eingeblendet ist, einfach über einen Beamer oder eine andere Präsentationsfläche meinen Teilnehmerinnen. Ich schalte hier mal auf Vollbildanzeige. Dann sehe ich hier nur die Fragestellung und die Antwortoptionen. Und ich sehe hier oben die Adresse, die man aufrufen kann, um an der Umfrage teilzunehmen und auch hier die Daten, die es braucht, um per SMS an der Umfrage teilzunehmen. Da die Umfrage jetzt aktiv ist, kann ich als Teilnehmer einfach mein Smartphone zücken, dessen Bildschirminhalt ich Ihnen jetzt auch hier schon mit hineingefügt habe in die Anzeige, rechts von der eigentlichen Umfrage. Und Sie sehen jetzt live, was ich hier mache. Ich öffne meinen Browser, ich gebe hier die Adresse ein, die ich mir da oben abgeschrieben habe, diese paulf.com/kennyspoon226. Der Zusatz wird in Ihrem Falle anders sein. Das ist einfach die Adresse, die mir jetzt zufällig zugewiesen wurde. Und Sie sehen hier schon, ich habe hier die Fragestellung, den Hinweis, dass ich hier nur einmal antworten kann und dann die vier Antwortoptionen einfach als Buttons zu klicken. Die 0 bedeutet, dass ich hier noch nicht geantwortet habe. Das kann ich aber jetzt ändern, indem ich einfach hier eine Wahl treffe und anklicke. Und Sie sehen auch im Hintergrund schon, kommt auf meiner Referentenseite, die ich Ihnen hier im Hintergrund eingeblendet habe, die Antwort an. Das heißt, sie wird auch gleich gezählt und im Balkendiagramm dargestellt. So ist live sozusagen auch gleich die Ergebnisansicht sichergestellt. So funktioniert es also am Smartphone im Browser. Wie ist es, wenn ich per SMS teilnehmen möchte? Das zeige ich Ihnen auch noch gleich. Hier habe ich Ihnen wieder meinen Bildschirm eingeblendet mit meiner SMS-App. Und jetzt gebe ich also hier die angezeigte Telefonnummer ein. Die habe ich mir schon in den Zwischenspeicher gelegt. Und schicke hier eine Nachricht hin und hier steht Text Kenny Spoon. An diese Nummer. Dann bin ich für die Umfragesession registriert. Das muss ich nur einmalig machen. Dann kann ich für alle weiteren Fragen auch ganz problemlos teilnehmen. Da bekomme ich eine Antwort, dass ich an der Session jetzt teilnehmen kann. Und wenn ich auch wieder aussteigen möchte, einfach ein Leave an diese SMS-Nummer schicken kann. Und jetzt gebe ich die Antwortoptionen, die ich also gewählt habe. A, B, C, D ist hier zur Wahl. Ich nehme jetzt einfach mal die Dora und sende das hin und diese Nachricht wird im Hintergrund verarbeitet und Sie sehen, ist schon angekommen beim System. In der Referentenansicht wird auch meine neue Antwort, die ich jetzt hier per SMS geschickt habe, auch gezählt. Ja, schon ist unsere Umfrage fertig. Mit den zwei Umfrageteilnehmern, die ich hier für Sie gemimt habe, haben wir ein Ergebnis vorliegen. Ich möchte Ihnen noch zeigen, was mit diesem System noch möglich ist. Ich klicke hier dafür auf diesen Button, um die Vollbildansicht wieder zu beenden und in die Referentenansicht zu kommen, die mir erlaubt, diese Umfrage auch zu konfigurieren. Ganz kurz, Sie können hier noch die visuelle Gestaltung der Umfrage beeinflussen, die Aktivierung, die ich vorhin gezeigt habe, hier auch wieder deaktivieren, überhaupt auch die Ergebnisse unsichtbar machen. Das heißt, dass nur die Antwortoptionen hier angezeigt werden. Ich rufe aber nochmal die Ergebnisse hier auf. Ich kann hier auch die Umfrage abschließen. Auch die Ergebnisse löschen, das war die Vollbildansicht, die kennen Sie schon. Hier rechts gibt es noch ein paar Möglichkeiten, die Umfrage weiter zu konfigurieren, beispielsweise die Antwortoptionen. Wenn Ihnen Browser oder SMS-Antwort nicht genügt, können Sie auch über Twitter hier Teilnahmen einfangen, wenn jemand Twitter nutzt, oder auch die zeitliche Freischaltung der Umfrage beeinflussen. Sie können das Ganze noch testen. Was ich Ihnen mit dem Smartphone gezeigt habe, ist auch hier in einer Simulation möglich. Und das Ganze dann noch präsentieren. Stichwort präsentieren. Wenn Sie PowerPoint oder ähnliche Präsentationssoftware verwenden, lässt sich diese Umfrage hier auch einbinden. Das heißt, Sie zeigen Ihre Folien, kommen dann zu der Umfrage und können die also auch live durchführen aus dem PowerPoint-System heraus. Das ist eine sehr praktische Funktionalität. Die weiteren Möglichkeiten, die Poll Everywhere bietet, die werden Sie vielleicht auch noch selbst erkunden. Ich lade Sie jetzt ganz herzlich ein, das System auch selbst zu testen. Ich empfehle dafür, die Browser Firefox oder Google Chrome zu verwenden. Da läuft das System am stabilsten. Wie gesagt, bis zu 25 Antworten, in der Regel auch Personen, Teilnehmerinnen, ist das System jedenfalls kostenlos auch zur Verfügung und kann eingesetzt werden. Denken Sie sich eine Frage aus, die für Sie relevant ist, mit den nötigen Antwortoptionen dazu, beziehungsweise auch wenn Sie eine offene Umfrage durchführen, einfach, dann ist es noch viel einfacher umzusetzen. Laden Sie Kolleginnen und Kollegen ein, hier als Teilnehmerinnen auch mitzumachen, Ihnen Antworten zu geben. Und vielleicht finden Sie auch selbst noch heraus, wie man zum Beispiel dieses Ergebnis hier auch
mit einem Screenshot exportiert. Sie werden das ganz unschwer herausfinden, wie Sie das auch als Bild dann sichern können, zum Beispiel für eine Ergebnisdokumentation verwenden können. Das ist noch eine sehr feine Funktion, die dieses System auch bietet. In diesem Sinn, viel Spaß mit Paul Everywhere. Und wenn Sie Lust haben, noch andere Alternativen für solche Tools kennenzulernen, dann schauen Sie auch in unsere schriftlichen Anleitungen.